Please leave the picture, please. Einen schönen guten Morgen zum Phoenix Europa Talk. Willkommen aus Straßburg, meine Damen und Herren. Wir haben viel zu bereden in diesem Jahr. Es geht um Europas Zukunft. Es geht 2024 darum, dass der Lackmustest bestanden werden muss. Für die Stabilität Europas, Krisen bleiben und Europas Wähler entscheiden. Und all dies in einer Zeit, wo viele Entscheidungen fallen müssen, in gut einer Woche. Ein EU-Gipfel, der noch einmal richtungsweisend sein dürfte. Im Fokus die Kriege in Nahost, in der Ukraine, aber auch die Frage der Sicherheit von Europa und der Verteidigungsfähigkeit. Alles Themen für meine Gäste. Deswegen freue ich mich besonders, dass heute zu uns gekommen sind Angelika Niebler von der EVP-Fraktion. Sie ist stellvertretende Parteivorsitzende der CSU, aber auch die Vorsitzende der CSU-Europagruppe hier im Parlament. Guten Morgen, Frau Niebler. Morgen. Und wir freuen uns, dass Jan-Christoph Oetjen zu uns gekommen ist. Renew, die Fraktion hier im Europaparlament, FDP in Deutschland und Vizepräsident dieses Europaparlaments in der Nachfolge von Nicolas Baer. Willkommen auch Ihnen, Herr Oetjen. Wenn wir schauen, Frau Niebler, auf das, was jetzt vor uns liegt, das ist ein Jahr der Entscheidungen. Und es ist ein Jahr, wo das Europaparlament auch ganz besonders noch einmal kurz vor diesen Wahlen eine starke Erwartung hat an die Entscheidungsfähigkeit von EU-Gipfeln. Was erwarten Sie von diesem Gipfel in einer Woche, der sich ja fokussiert um Sicherheit und Verteidigung drehen soll? Nun, ich glaube, das Wichtigste ist, dass das ein Signal der Geschlossenheit auch aus den Mitgliedstaatenrunde herausgeht. Wir haben ja in der letzten Woche erlebt, wie divergierend die Meinungen waren. Also der französische Staatspräsident, der den Vorschlag machte, beispielsweise Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Dann der deutsche Bundeskanzler, der nach Hause gefahren ist und erklärt hat, es werden keine Taurus-Marschflugkörper geliefert. Also man nimmt wahr, dass Europa jetzt in dieser historischen Stunde, in der man geeint marschieren muss, in der man mit einer Stimme sprechen muss, in der man eine Strategie haben muss, eben sehr, sehr unterschiedlicher Meinung ist. Und ich hoffe sehr, dass bei dem kommenden Gipfel eben das Signal der Geschlossenheit auch ausgesendet werden kann. Für mich steht fest, wir müssen die Ukraine unterstützen in ihrem Kampf gegen Russland. Die Ukraine muss gewinnen. Und am Ende des Tages wird dieser Krieg natürlich am Boden entschieden. Und deshalb muss alles an Hilfe und an Unterstützung geleistet werden, was möglich ist, um die Ukraine zu stabilisieren. Das ist für mich eigentlich die wichtigste Aufgabe mit Blick auf nächste Woche, den Ratsgipfel. Okay, das ist jetzt schon eine starke Fokussierung auf Ukraine. Aber wir gucken gleich noch sozusagen ein, zwei Hausnummern weiter. Aber Herr Oetjen, auch an Sie als Einstieg die Frage. Viele, Frau Niebler hat das gerade festgestellt, machen jetzt ein Fragezeichen an die Einigungsfähigkeit, an die Geschlossenheit der Europäer. Wie sieht das aus Ihren Augen aus? Also ich glaube zunächst mal, dass wir erreichen müssen, dass Deutschland und Frankreich wieder einen gemeinsamen Weg vorgeben. Und ich finde, Macron und Scholz, beide sollten sich zusammenraufen und dafür sorgen, dass sie die Unterschiede ausgleichen, die sie haben. Ich halte nichts von dieser Debatte über Bodentruppen. Das ist eine falsche Debatte, die wir eigentlich jetzt nicht führen brauchen. Aber auch Scholz muss sich bewegen und darf nicht stur bleiben. Von daher hoffe ich, dass ein starkes Signal kommt. Denn am Ende ist es natürlich normal, dass man sich streitet über den besten Weg, darüber, wie man am besten gemeinsam unterstützen kann. Das ist auch normal, aber am Ende muss ein gemeinsamer Weg dabei rauskommen. Und es gibt natürlich auch, wenn man auf die Gesamtgemengelage schaut, Frau Niebler, auch Punkte, jetzt machen wir doch ein bisschen noch Ukraine weiter, und Stimmen, die in die Debatte reingehen und die plötzlich noch einmal eine ganz andere Melodie hervorbringen. Ich denke an ein Interview des Papstes, aufgezeichnet bereits im Februar, aber noch nicht gesendet im Schweizer Fernsehen, dessen Aussagen, aber wörtliches Zitat vom Mut zur weißen Fahne, doch viele in Aufregung versetzt haben. Wie haben Sie es wahrgenommen? Also mich hat es auch irritiert, sehr irritiert, wobei jeder blickt ja aus seiner Perspektive heraus auf die Situation. Und ich glaube, es war in dem Moment nicht hilfreich, mit einer solchen Aussage rauszugehen. Ganz im Gegenteil, die Situation ist, glaube ich, wirklich sehr kritisch in der Ukraine. Und ich glaube, man muss gerade in so schwierigen Zeiten sich extrem fokussieren und auch priorisieren. Was ist jetzt wichtig? Was ist jetzt die Botschaft? Und in Zeiten, in denen wir ja sehen, dass Russland auch Schritt für Schritt immer kleine Gewinne jetzt auch in der Ukraine verzeichnen kann, glaube ich, ist es wichtig,
Geschlossenheit, Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck zu bringen und nicht verfrüht, ehrlich gesagt, jetzt andere Debatten und Diskussionen hier anzuzetteln. Ich teile das absolut. Wir müssen unbedingt den deutsch-französischen Motor, lieber Kollege, was Sie gerade gesagt haben, auch wieder beleben. Es ist ja ein Drama, dass in diesem historischen Moment, in dem auch eine starke Führung seitens der Mitgliedstaaten notwendig wäre, hier da keinerlei Initiative kommt. Und wir dürfen nicht Debatten zur Unzeit führen, sondern jetzt geht es darum, die Ukraine wirklich auch, ich sag mal, militärisch entsprechend zu unterstützen, dass dieser Krieg gewonnen wird. Ja, ich nehme an, Herr Oetjen, Sie haben das mit gleicher und ähnlicher Stimmung aufgenommen, die Worte des Papstes Richtung Ukraine, militärisch im Moment in der Defensive. Das liegt unter anderem auch an Munitionslieferungen. Aber wir haben in Deutschland die Taurus-Debatte, die insbesondere in einem anderen Parlament, nämlich im Deutschen Bundestag, diese Woche noch mal eine gewisse Würze haben dürfte. Auch durch die sozusagen Abstimmungsentscheidung dann Ihrer Kollegen in der FDP-Bundestagsfraktion. Also muss der Kanzler jetzt springen bei Taurus? Also zum einen ist für mich klar, dass wir die Taurus-Lieferungen ermöglichen müssen. Ich glaube, dass die Kollegin recht hat, dass wir alles tun müssen dafür, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Und deswegen war auch die Aussage des Papstes so schwerwiegend. Denn der hat halt davon gesprochen, die weiße Fahne zu hissen. Die weiße Fahne hisst man ja, wenn man aufgibt. Das Gegenteil müssen wir tun. Wir müssen die Unterstützung für die Ukraine verstärken, damit der Krieg tatsächlich gewonnen werden kann. Und ich hoffe, dass es einen gemeinsamen Weg gibt in der Europäischen Union nach diesem Gipfel, wo sich auch Deutschland bewegt und auch der Kanzler bewegt und den Taurus-Lieferungen zustimmt. Das ist die klare Position auch der Freien Demokraten. Und wir hoffen, dass wir das in diese Richtung bewegen können. Okay, Herr Oetjen. Die Unionsfraktion ist ja im Deutschen Bundestag diejenige, die diesen Antrag jetzt ein zweites Mal bringt. Es gibt neben dem Taurus natürlich noch aus europäischer Perspektive ein, zwei Baustellen, wo das, was das europäische Sagen und Handeln ist, dann doch in einer gewissen Differenz stehen. Ich erinnere an die zugesagten Munitionslieferungen. Das ist ja mehr oder weniger im Debakel geendet. Welche Lehren muss man jetzt daraus ziehen und wie kommt man jetzt dort in Tempo? Die Kommission hat ja Verschiedenes, aber das ist ja quasi erst mal mittelfristig gedacht, die europäische Rüstungsindustrie zu befähigen. Also ich glaube, dass unsere Kommissionspräsidentin da sehr gute Vorschläge auch letzte Woche vorgelegt hat, dass wir unsere eigene Sicherheit und Verteidigung einfach forcieren müssen, dass wir auch Strukturen schaffen müssen, dass es gerade im Bereich Rüstungsgüter auch gemeinsame Aktionen geben muss. Wir müssen gemeinsam entwickeln, wir müssen gemeinsam beschaffen, wir müssen hier auch einen Binnenmarkt hier für diese Rüstungsgüter schaffen. All das ist ja in dem Vorschlag der Kommissionspräsidentin vorgesehen. Ich finde, das ist ein guter Vorschlag. Ja. Mal neugierig, wie die Mitgliedstaaten darauf jetzt auch nächste Woche beim Gipfel reagieren werden. Aber ich halte das für richtig, dass wir mit Blick auf unsere eigene Sicherheit einfach viel mehr investieren und uns um unsere eigene Sicherheit kümmern. Ich denke, das wird auch nicht nur jetzt ein Thema für die nächsten Tage sein, sondern das ist auch mit Blick auf die nächsten Jahre hier in der Europäischen Union die große Hausaufgabe, die wir zu tun haben. Wir waren viel zu naiv, alles immer natürlich im Rahmen der NATO in Kooperation, aber dass wir den europäischen Pfeiler stärken und aufbauen, auch Gelder in die Hand nehmen, um das zu initiieren, auch unsere eigenen Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind, hier unterstützen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich denke, das wird kommen. Wir haben Wahnsinn, wir geben ja sehr, sehr viel Geld aus. Wir geben ja, glaube ich, wenn die Schätzungen richtig sind, in Europa, alle europäischen Staaten, Mitgliedstaaten zusammen, geben ja fünfmal so viel aus wie Russland beispielsweise. Und trotzdem sind wir nicht gut unterwegs. Warum? Ja. Weil natürlich jedes Land sein eigenes Ding macht. Wenn und das ist nicht underground. Und da müssen wir natürlich auch zu viel mehr Gemeinsamkeit in diesen großen europäischen Sicherheitsfragen kommen. Okay, und das Ganze interpretieren Sie am Ende des Tages als eine Einladung an Russland, diesen Schritt zu tun, wie er vor 2 Jahren im Februar getan wurde. Einladung würde ich nicht sagen, aber ich glaube, also mit Blick auf die Notwendigkeit,
gemeinsam zu agieren. Ja, wir wissen alle, dass das auch, sag ich mal, die Haushalte hier an der Oberkante hier liegen. Ja. Und wenn man Synergien haben kann, und das hat man, indem man eben zusammen auch beschafft. Ja, Sie haben die Munition angesprochen. Mhm. Wir leisten uns in der Europäischen Union 160 verschiedene Munitionsarten. Ja, die Amerikaner haben 30. Ja, wir haben 17 verschiedene Panzer. Die Amerikaner haben eine. Also Sie sehen, was da, glaube ich, an Synergieeffekten möglich ist. Und das muss man jetzt angehen. Das muss man jetzt gezielt anstoßen. Und da bin ich der Kommissionspräsidentin schon sehr dankbar, dass sie letzte Woche da einen ganz mutigen Vorschlag auf den Tisch gelegt hat. Ja, also Herr Oettingen, Reden und Handeln gehen immer noch ein bisschen auseinander. Also bei der Munition sind wir noch nicht da, wo sozusagen das Versprechen Richtung Ukraine gewesen ist. Gleichzeitig denken wir in Strukturen weiter, wie Frau Niebler das angesprochen hat, bis hin zu wirklich strukturellen Veränderungen auch innerhalb der Kommission. Möglicherweise auch ein Kommissar für Verteidigung. Würde die Renew da mitgehen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das eine der Grundvoraussetzungen ist, dass wir in der nächsten Legislaturperiode wirklich konzentriert uns auf dieses Thema stürzen können. Nur das, was die Kommissionspräsidentin jetzt vorgelegt hat, sind natürlich Themen, die wir alle schon seit Jahren diskutieren. Ja, wir diskutieren seit Jahren darüber, dass wir eigentlich bei den Waffensystemen stärker zusammenarbeiten müssen. Wir diskutieren seit Jahren darüber, dass wir in der Beschaffung uns eigentlich gemeinsam aufstellen müssten. Ich finde, dass zu wenig passiert ist in den letzten Jahren in diesem Bereich. Natürlich ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ein Stück weit ein Katalysator für dieses Thema geworden, dass es Öffentlichkeit bekommen hat. Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht vorher schon diese Themen hatten. Von daher sind das gute Vorschläge. Das ist überhaupt keine Frage. Nur hätte ich mir persönlich gewünscht, dass wir da noch offensiver und noch schneller vorangehen. Okay, und jetzt sind wir ein bisschen in Wahlkampfzeiten. Das heißt sozusagen, es motiviert manche auch ein bisschen stärker nach vorne zu treten. Es bringt uns noch zu einer Kurve, die wir uns auf jeden Fall vorgenommen haben für dieses Gespräch. Eines der Themen dieses Gipfels wird auch der Krieg in Nahost, der Gaza-Krieg sein. Die Europäer versuchen, sie sind ja jetzt nicht mehr sozusagen der Vermittler in dieser Region. Diese Rolle ist vor Jahren verloren gegangen. Aber zumindest will man im humanitären Bereich jetzt mitmischen. Stichwort Zypern. Stichwort Larnaka, Stichwort Seebrücke, viel beachteter Besuch von Frau von der Leyen da. Allerdings das versprochene Schiff, was einfach sozusagen mal fahren soll, das ist noch gar nicht abgelegt. Viele fragen sich jetzt, ob das jetzt so ein bisschen PR auch war. Also ich glaube, gerade im Nahostkonflikt hat die Europäische Union, vor allem die Kommissionspräsidentin und auch unsere Parlamentspräsidentin schon eine sehr gute Figur abgegeben. Ja, nach dem fürchterlichen Terroranschlag der Hamas auf Israel sind beide ja sofort nach Israel gereist, haben sich vor Ort ein Bild gemacht und haben Solidarität mit Israel bekundet, aber gleichzeitig als Erste auch darauf hingewiesen, dass man auf die humanitäre Situation im Gazastreifen aufmerksam sein muss und dass man alles unternehmen muss, dass es da nicht noch zu mehr Leid kommt. Und wir Europäer unterstützen ja jetzt auch den Hilfshafen, den die Amerikaner jetzt einrichten wollen. Wir haben Gelder ohne Ende freigegeben, um eben hier auch Unterstützung zu leisten. Also ich glaube, man kann uns Europäer nicht vorwerfen, dass wir hier nicht alles unternehmen, um auch diese schreckliche humanitäre Situation jetzt im Gazastreifen, vor allem im Süden hier in den Griff zu kriegen. Also ich glaube, da machen wir schon einen ordentlichen Job. Ja, gut, dass Sie nochmal die Gelder angesprochen haben. Es bringt uns wieder auf diese Problematik, die wir gerade schon mal hatten, sozusagen die Dinge on the ground zu bringen und auch wirklich wirksam machen zu lassen. Dass wir bei Waffenruhe und sowas nicht mitverhandeln als Europäer, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Diese Dinge werden in Katar, in Saudi-Arabien und in Ägypten und mit den Amerikanern geklärt. Und die Hoffnung darauf ist ja immer noch da. Der Ramadan hat gerade begonnen, also da ist einiges drin. Aber die Frage, wie wir sozusagen wirklich aktiv helfen im humanitären Bereich. Sind Sie da zufrieden mit dem, wie das bisher jetzt läuft? Also ich glaube, dass wir dringend die humanitäre Hilfe aufstocken müssen. Natürlich unterstützen wir Israel in dem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas. Das ist überhaupt keine Frage. Nur natürlich leidet die Zivilbevölkerung über die Maßen. Ich würde mir wünschen, dass es mehr finanzielle Mittel gibt, auch der Europäischen Union, zur Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza. Die Kollegin hat zu Recht angesprochen, es gibt ja jetzt diese Seeverbindung, die auf den Weg gebracht werden soll und wo wir auch die unterstützen. Noch nicht spielt, aber, nur sie funktioniert halt noch nicht. Ja. Von daher, je schneller das jetzt ins Rollen kommt, desto besser.
Es sterben dort täglich Menschen und dazu helfen ist dringend notwendig. Ja, und sozusagen, wenn wir doch noch diese politische Ebene einmal erreichen, es ist aber Konsens bei Ihnen beiden, dass die Europäer nach wie vor die Zwei-Staaten-Lösung favorisieren als das Modell, was rauskommen soll, weil viele ja ein Fragezeichen noch gerne mal dran machen. Es gibt aus meiner Sicht keine andere Lösung als die Zwei-Staaten-Lösung. Ja, Frau Nebler bei Ihnen. Ich teile das, das war auch immer Position der Europäischen Union und ich sehe keine vernünftige Alternative, ehrlich gesagt. Ja. Wissend, dass das ein weiter Weg ist, Es sind problematische Zeiten, wenige Wochen vor den nächsten Europawahlen. Sie haben eine wichtige Parlamentswoche beide jetzt miteinander vor sich. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Ich sehe die Parlamentspräsidentin Angelika Niebler von der EVP-Fraktion im Vorstand, stellvertretende CSU-Parteivorsitzende und Jan-Christoph Oetjen von der Renew-Fraktion und gleichzeitig Vizepräsident des Europaparlaments, wird heute auch noch oder später in der Woche in einen Plenardienst gehen. Ich danke Ihnen also für das Gespräch. Meine Damen und Herren, das war der Phoenix Europa Talk. Wir geben rein ins Plenum.